Nach bisherigen Erkenntnissen ist hier ein Kraftfahrer mit seinem Auto auf der Bismarckstraße unterwegs gewesen in Richtung City. Es soll dann zu einer Explosion gekommen sein, kurz hinter der Krumme Straße. Das Auto kam dadurch von der Fahrbahn nach rechts ab, ist gegen einen parkenden Wagen gefahren, ist dann in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der Fahrer, der im Auto saß, ist so schwer verletzt worden, dass er hier vor Ort gestorben ist. Wir waren jetzt in der Wohnung des Opfers. Wir mussten Nachschau halten, ob dort eventuell noch gefährliche Gegenstände sind oder ob noch eine Person in dieser Wohnung ist. Deshalb ist das SEK zum Einsatz gekommen und auch die Kriminaltechniker zusammen. Es waren keine Personen in der Wohnung. Es hat sich auch nichts weiter drin befunden, was gefährlich sein kann. Jetzt übernimmt die Mordkommission und wird dort die normalen Ermittlungen weiterführen.